Hi Leute, und ich bin's wieder, euer Darkness LB17. Ihr könnt mich aber auch gerne Julius nennen, auch in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Und ja. Das ist jetzt eigentlich sozusagen meine. Oh, sorry. Mein erstes Battlefield Gameplay. Bis auf die Tatsache, dass ich eigentlich schon welche gebracht habe, aber. Die habe ich ja schon gelöscht und das Koop, also das war ja sozusagen das Koop. Und das Koop wurde dann ja auch gelöscht. Und ja, deswegen ist das jetzt hier mein erstes Battlefield 3 Gameplay, mein offizielles erstes. Nein. Woher? Und warum überlebt er meine fucking zwei Claymores? Okay, es ist nur eine explodiert, aber trotzdem. Wie ist er durch die erste durchgeflutscht? Der konnte auf jeden Fall mal nicht durchflutschen. Was um einiges besser ist eigentlich. Also, da das jetzt hier ja ein Live-Kommentar ist. Ja, ein Terrier. Live-Kommentar. Ja, die ganzen Kommentatoren, die haben alle einen Terrier. Ich leider nicht, aber ich werde mir demnächst einen Terrier anschaffen, damit ich auch ein Kommentator, ein richtiger werde. Nein, also Schluss mit den Späßen. Nein, okay. Ja, ich sag irgendwie gerade die ganze Zeit, nein, okay. Nein, okay. Nein. Der Computer sagt nein. Wo verstecken sich die Gegner? Aber solange ich nicht von Gegnern angegriffen werde, ist mir auch scheißegal die Frage, wo die Gegner sind. Aber ich frage mich noch immer noch, warum explodieren meine Claymores nicht? Und woher? Woher bitte? Woher wissen die immer, dass man da ist? Erklärt mir das mal einer. Wer mir das erklären will, bitte in die Kommentare. Bitte, ich will es wissen. Ich will wissen, warum sie immer wissen, wo ich bin. Und derselbe. Oh, ich hau mir gleich meinen Kopf gegen die Tastatur. Und jetzt haben meine Squadmates auch noch dieselben Squad-Perks. Okay, ich habe versehentlich auch dasselbe Squad-Perk. Weil ich jetzt gerade nicht wechseln konnte. Aber die haben jetzt eiskalt dasselbe Squad-Perk. Dann noch so unnütze Dinger. Und nachladen. Ich musste nachladen. Nein. Es tut so weh. Es tut einfach nur weh. Nein. Nicht ehrlich. Die haben beide Sprint drinnen. Und der duckt sich. Oh, ich kack so ab mit der PKP. Also wer sich wundert, boah, wow, ist der schlecht und sowas. Ja, okay, ich bin schon eigentlich nicht gerade so der Oberflieger. Aber PKP. Komm bitte, Leute. PKP. Die ist nicht schlecht, aber es ist eine Camperfact-Waffe. Genauso wie mit Snipern. Die sind auch alle Schwuchteln. Nein, okay, nicht Schwuchtel, aber sie campen alle. Das mit Fag ist eigentlich der englische Ausdruck für Schwuchtel, also widerspricht sich jetzt eigentlich schon wieder meine Aussage, aber ich muss das jetzt hier halt spielen, weil ich diesen fucking Ding haben muss. Hilfe bei Killen nur durch Niederhalten. Verarsch mich halt, Spiel. Hallo, dein scheiß Techlight hat dich verraten. Er dachte mal. Oh, ja, klasse. Wer denkt, dass einmal das Techlight so zu nicht machen kann, was auch immer.
Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, so, jetzt will ich mal endlich so anfangen mit so Thema. Aber jetzt ist es eigentlich schon wieder vorbei. Also kann ich mir mein Thema eigentlich in den Arsch schieben. Weil, schaut mal unten, 106 zu 10. Was das bedeutet? Wir haben gleich gewonnen. Aber ich will das Ziel machen. Oh. Komm, noch einmal. G18 schallgedämpft Power. Nein, genau dann. Ja, okay, also eigentlich relativ kurz. Das Gameplay, mein Team war anscheinend sehr erfolgreich, bis auf ich. Ja. Da sieht man hier nochmal so schön so. Ja. Keine Ribbons. Gar nichts. Nur Stichpunkt ist bald fertig. Ja, nein, ich mache jetzt einfach noch ein nächstes Gameplay. Also nein, nein, nein. Ich mache jetzt einfach noch die nächste Runde, dann habe ich so ein etwas längeres Video. Weil 5 Minuten Video, wie sieht denn das aus? Also jetzt 6 Minuten, aber wie sieht denn das aus, ein 6 Minuten Video? Nein, also, kommen wir mal so zu dem Thema so, Blocks und sowas. Da vor einiger Zeit, Schimpanse, ja, ich weiß, ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht, Schimpanse Gamer. Ich werde mal seinen Kanal unten verlinken. Vor einiger Zeit, das ist schon relativ lang her. Ich wollte eigentlich schon lange ein Gameplay machen über diese Themen. Deswegen sind manche auch etwas älter schon. Aber, naja, ich bin halt nicht dazu gekommen. Ja, ja, beschuldigt mich nur als faules Drecksarschloch. Was auch immer, ihr könnt mich halt alles beschimpfen. Auf jeden Fall, ich hab's halt nicht gemacht. Das ist die Tatsache. Leider war aber auch traurig. Nee, leider war aber... Nein, traurig aber leider war, genauso. Aber auf jeden Fall jetzt back to main, was auch immer. Zuerst den Medic töten. Das geht vor, immer erst den Medic töten. So, okay, also, wieder back zum Thema. Schimpanse Gamer hat mal vor einiger Zeit so ein Video über Vlogs und sowas gemacht. Und ja, dazu sozusagen eine verspätete, sehr, sehr verspätete Antwort. Also eher nicht Antwort, sondern wieder Aufgreifen des Themas. Und zwar, weil er auch so gemeint hat, ja, seine Meinung unterstütze ich, das tue ich nicht immer. Seine Meinung war halt, also sein, was er halt so angesprochen hat, oh Mann, Sprachfehler for the win. Dass er eben halt auch so Blogs besser findet als unbedingt diese anderen Social Media Dinger und sowas. Und ja, da stimme ich eigentlich auch nur zu. Kann man eigentlich auch, glaube ich, nur zustimmen. Weil eigentlich ein einfach eigener Blog, du hast deine eigenen Möglichkeiten. Und ja, du hast wirklich deine eigenen Möglichkeiten. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber einen Blog habe. Also. Und er halt eben auch so meinte, dass er das eigentlich auch möglich machen könnte, dass er so einen freien Reposting-Ding machen könnte für Gamer, also für Let's Player, eben halt, wo sie ihre Videos und sowas teilen können und sowas. Und ja, aus dem Grunde so zu sagen, nice Pro. Und um das Thema noch ein wenig zu vertiefen, eigentlich deswegen ich auch nicht auf meinen Facebook Page jetzt irgendwas poste und so, weil es ist so, Facebook geht mir eigentlich auf die Eier. Ich benutze Facebook nur privat und damit ist gut.
Mehr will ich auch nicht von Facebook. Also mehr will ich nicht. Zu mehr brauche ich auf Facebook nicht. Aber den Blog, da, der ist halt ein bisschen was anderes. Und zwar beim Blog kann ich eigentlich, habe ich viel mehr Möglichkeiten. Ich kann mir eigene Seiten für bestimmtes erstellen. Ich kann mir eigene also ich kann Artikel genauso, also genauso Posts erstellen wie bei Ding, wie bei Facebook. Aber ich kann eigentlich vieles anders noch machen. Und das Ganze ist halt der Vorteil auch, du hast alles auf einen Teil gesammelt. Also du hast jetzt nicht irgendwie, dann hast du mal was mehr auf Twitter und dann mal wieder was mehr auf Facebook, sondern du hast alles auf einer Sache. Und das ist halt eben das Gute, du hast alles auf einen Klick, also alles auf einer Seite. Nichts irgendwo rumklicken. Sondern, ja, sorry, dass ich gerade so still war, sondern du hast einfach die Möglichkeit auch zu entscheiden, was du, also zu entscheiden, was du machen willst. Du kannst halt selber auch wirklich ein ganz eigenes Design zum Teil auch reinbringen, was du jetzt bei so irgendwie Facebook nicht kannst. Du kannst die Chroniken machen mit ihren Titelbildern. Wow, mehr auch nicht. Und bei Twitter ist genau dasselbe, bloß dass du bei Twitter, ich finde sogar Twitter eigentlich noch besser zum Teil. Bei Twitter habe ich eigentlich auch mehr Follower als bei Facebook Likes. Oh, Lacker. Lacker. Einfach nur Lacker, nenne ich sowas. Ja. Das war es eigentlich so zu dem Thema Blogs und sowas. Wie man merkt, ich bin Pro, wer nicht weiß, was Pro heißt, ich bin zu Blogs hingeneigt, ja. Also ich bin Blogs zugeneigt. Und ich lehne mehr Social Networks und sowas ab. Außer YouTube vielleicht, sonst würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Aber, ja. Das war's jetzt eigentlich so groß von dem Thema. Mehr will ich jetzt eigentlich darüber so gar nicht sagen, weil das Video ist jetzt eigentlich auch schon gleich vorbei. Danke für die Rettung, Pro. Yo, Pro. So. Dann, wir haben gewonnen. Und ziemlich nice eigentlich. Diesmal wieder etwas schlechterer Score. Liegt auch wieder an etwas Bestimmten, aber das verrate ich euch jetzt nicht. Und A-Squad Ribbon, das heißt, ich war Teil des besten Squads im Team. So, ja, Stichpunkt endlich fertig. Ich habe die JNG 90, ja. So, und damit endet auch mein Gameplay hier. Dann bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann wieder MW3. Plus, dass ich euch da so nicht begrüßen werde, weil MW3 schon zum Teil aufgenommen ist. Und bis ich euch so begrüßen würde, wäre es schon ewigst vorbei. Weil ich das jetzt so zwischendurch hochlade, damit es endlich mal wieder ein Battlefield-Video gibt für meine Fans. Ja, okay, dann ciao, Leute.